belanglosen Sachen sind in zwei geteilt. Eine ist, da ist keine, da sind, entstehen kein Schaden. Entstehen kein Schaden darunter. Und das eigentlich sollte ein Talib Ilm sich die nicht aufhalten, weil da eigentlich auch keine Nutzung darin ist. Wenn eine Klausel Schaden noch dazu kommt, über erst recht was. Gar nicht. Gar nicht. Ich habe mich nicht da aufzuhalten, wo Schaden entstehen kann. Weder für mich, noch für die Umma, noch für den Dien, noch für den Ruf, noch für, sagt, la darara, wa la dirar. Kein Schaden fügen und kein Schaden nehmen. Osl. Bei den Majalis, wie Yani beispielsweise, die Brüder, die in diese Dauerprojekte machen auf der Straße und so. Ja, also jetzt hier Stand und so Bücher und so weiter und so fort. Die suchen immer Suq. Bazar. Hier, wie heißt er? Markt. Markt. Und dann fragst du sie, warum Markt eigentlich? Das war der Kundenzulauf sehr, sehr hoch. Leute kommen und gehen sehr, sehr viel. Aber Talib al-Ilm hat sich eigentlich gar nicht, also null bis gar nicht, auf dem Markt sich aufzuhalten. Es sei denn, er arbeitet ja da. Das ist seine Arbeit. Wieso? Weil Rasulullah sallam sagt uns ja, dass die übelsten Flecken auf dem Planet in diesem Leben sind die Märkte. Die übelsten. Wenn Rasulullah sallam sagt, übel, das heißt was? Schaden nehmen. Denn, wie Rasulullah sallam sagt, Vorsicht und Märkte und Verhaltensmuster vom Markt. Was passiert in den Märkten? Leute sind laut, viel hin und her, wird gelogen, wird gestritten, es wird vielleicht geklaut. Es reine üble Atmosphäre. Deswegen sagt Sallam, der übelste Mann ist der am ersten auf dem Markt ist. Und der Beste, der immer am Ende kommt, wo das schon alles abgeht. Und Märkte ist eigentlich keine Sache, wo ein Mann sich aufhält. Also das ist eigentlich, ne? Ich schweige das Talib Ilm. Top, ich habe, Sheikh, aber ich muss doch was kaufen und so. Also was soll ich denn jetzt machen? Soll ich das mit Angeln jetzt oder was? Also soll ich das jetzt machen? Wir reden nicht über deine Hajj. Kapitel, wir reden doch gar nicht über dein Hajj. Wenn dein Hajj ist, du musst doch einkaufen. Oder gehst du jetzt nach Hause und Frau sagt, warst du bei Lidl? Nee, Sheikh hat gesagt, was hungern wir jetzt oder was machen wir online jetzt hier? Halbe Käse und was weiß ich, online oder was siehst du denn jetzt? Was soll das denn für ein Sheikh? Das meinst du nicht? Ihr musst einkaufen, dann musst ihr einkaufen. Ja? Es geht nicht um, aber es geht hier nicht um Shopping. Talib al-Ilm kennt kein Shopping. Ja, Talib al-Ilm hat mit Shopping nichts zu tun. Wo man jetzt hier, wir gehen mal raus und wir shoppen, ein bisschen essen gehen und so, richtig so einen Tag machen. Ja, ja. Bei Talib al-Ilm gibt es sowas nicht. Weil diese Märkte sind voll mit Shayatin. Voll, voll. Da hast du dich gar nicht aufzuhalten. Es gab Zeiten hier, wo ich die Märkte 5 Jahre nicht noch 5 Jahre nicht bei irgendeinem Supermarkt war oder bei. Es gab Zeiten, die so war. Ja, und meine Frau, sie macht Einkäufe. Sie mögen das. Sie mögen Märkte und laufen und gucken. Gehört ja nicht eigentlich zu ja, nee, frommes Verhalten, aber lass sie doch. Solange sie jetzt hier nicht gerade jetzt hier jeden Tag mit einem anderen Mann nach Hause kommt, also dann. Ich
habe das nur einfach so extrem gesagt. Ne? Solange sie einfach sich verhält ganz gut, ist alles gut, dann lass sie doch. Wenn die Frau sich gut zu Hause verhält und sie, du merkst, dass ihr Benehmen ist in Ordnung und dass diese Sachen nicht sie zusetzen, dann ist alles gut, bleib ruhig, alles gut. Ja? Und eigentlich, du als Talib Ilm hast eigentlich gar nicht in diesem Majalis zu tun, weil diese Märkte und diese, außer wenn du jetzt hier nur so deine Sachen brauchst oder wenn du jetzt hier. Es gibt ja ein paar Brüder, Sonnenlochherren, die sagen, wir gehen einkaufen für die Frauen, wir lassen sie nicht einkaufen und so, bla, finde ich auch gut, Sonnenlochherren. Wäre besser, wenn du mit ihr zusammen bist. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es eben nicht. Ja? Aber manche Sachen kann man ja auch letztendlich so einfach, ne? Was ich dann auch Suleiman neulich gesagt habe, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Theorie, die du im Kopf hast und wie du das einsetzt in der Gesellschaft, da wo du gerade lebst. Wenn wir jetzt in Afghanistan wären, wären wir oder Pakistan, natürlich wird die Scharia ein anderes Gesicht bekommen. Weil da sind viel, viel mehr Möglichkeiten, in der Türkei beispielsweise, in Ägypten. Und wenn du in einem Land bist, wo es neutral ist, Islam gegenüber, ist anders, als wenn du in einem Land bist, wo Islam angefeindet wird. Griechenland beispielsweise. Das ist ein Land, wo Islam direkt angefeindet wird. Ohne Grund. Oder ein Land, die mittig steht, oder ein Land, die eher pro. Ein Mufti, ein Heilig muss diese Sachen klarst im Kopf haben. Damit er auch ganz genau dosiert, die Scharia dosiert da in die Gesellschaft, da wo er ist. Damit ist ihm das nicht wie die Kaplans Clan, die jetzt uns irgendwann mal die Khilafa gerufen haben, 96 in Köln. Und der Typ als Khalifa gesprochen, Khalifa in Deutschland. Khalifa von Muslimin lebt in Deutschland in Köln. Und haben so ein Haus gebaut und haben so eine Mauer, also hier so ein Tor und so und so drauf und Leute stehen draußen und der Khalifa ist drin. Aber waren alle. Was ist in ihn gefahren? Was ist in diesen Mann reingefahren, dass er das macht? Welche Scharia sagt ihm das? In Köln, ich mache das in Hamburg jetzt. Wir kaufen uns mal ein Grundstück und bauen ein Haus. Und große Tore vorne und ich bin der Kalif. Wer sagt denn, er das dann machen darf? Wenn er das machen, dann darf ich auch. Und Schweib auch. Jeder kann das doch. Der macht einen Hefes und so und dann kommt er, ich bin der Kalif. Fertig. Hast du ein paar Murid, so 1000 Talab oder so und fertig, der Kalif. Du musst als Heile musst du genau, wo lebe ich gerade? Deswegen sehen wir Fiqh von Andalus, Spanien, ist komplett anders in vielen Sachen als Fiqh von Hijaz. Wieso? Weil Islam anders ist? Nee, Islam ist nicht anders. Ort ist anders. Und der Islam muss das in Hijaz einkesseln können und da in Andalus auch einkesseln können. Mit allem, was da an Unterschieden in der Gesellschaft sind, muss Islam. Sonst ist der Islam kann nicht umfassend und scheitert. Du bist in Europa, du bist in Europa. Ist Islam einbaubar, integriert? Natürlich ist Islam. Das Problem ist, viele Leute nehmen den Islam nicht an in solche Länder, weil die können sich diese Muster leben, wie die leben sollen, unter Islam in Europa nicht vorstellen. Und dann kommt eine wie Suleiman und gibt ihnen auch noch so ein. Das kann ich aber echt nicht. Sag's von Anfang an, Niqab, Pflicht. Eine Sängerin, die gerade Star ist und will sich für den Islam. Und sagst du ihr dann Niqab, du sollst auf ihn komplett wie ein schwarzer Rabe durch die Gegend laufen. Ich sag ja nicht, dass ihr wisst ja, meine Meinung zu Niqab. Sie möchte das. Aber wenn du jetzt mit so einem Bild kommst, ob du jetzt kein anderes Bild hast im Islam, um das reinpassend zu machen, weißt du, ich meine, dann die von Anfang an, nee. Dann scheitert sie. Scheitert. Wegen deiner Fiqh. Wegen deinem Fiqh.
scheitert sie. Wir hatten so eine Sängerin in die 90er hier, Sinead O'Connell, die jetzt gerade Islam angenommen hat. Die jungen Leute unter euch kennen sie gar nicht. Die Frau war mächtig in den 90er. Richtig mächtig. Hat ein Lied rausgebracht, die ganze Welt hat jahrelang dieses Lied. Bis heute. Die alte Garde. Unsere Generation so. Hat Islam angenommen. Die Nachricht gerade oder vorgestern. Und hat eine Facebook-Seite so mit ihrem Kopf. Doch wenn du ihr den Rab gesagt hättest. Mal ein Beispiel. Faktenbeispiel. Weil sie sieht, dann das Bild da ist, sie kann auch noch mit ihrem Gesicht. Na, ist gut. Viele, viele Leute, die ich in meinem Leben getroffen habe und die ich bin, die können den Islam nicht annehmen, weil die haben Angst, die wissen nicht, wie die sich dann nachher verhalten sollen, unter ihre Freunde, unter ihre Familien, unter ihre Dags oder jenes. Viele. Weil der Muster von Islam ist so steif dann bei diesen Leuten, ne, dass sie denken, aber sehr, sehr wichtig, dass du auch dann weißt, in deiner Dauer, Sachen, was du einsetzt, muss passend zu das, was hier ist. Ja? Sonst versuchst du eine Sache in eine Fassung, was nicht ist, dann geht es nicht. Ja? Es muss doch, wenn du so eine Schraube 19 hast, dann musst du doch eine 19 Fassung haben, oder nicht? Oder kannst du mit 13 Fassung kommen? Kannst du mit 25 Fassung kommen? Geht nicht. Du musst ziehen, es muss sitzen. Und so ist mit deinem Dienen, so offen und nachdenken sollst. Ja? Aber auch jetzt nicht wieder, wie die komplett Dien skelettiert haben von allen. So, dass Dien Islam so ungefähr so eine reine ein Chill-Modus ist. Also dass du bist, es ist alles gut und du kannst alles machen. Wir reden wieder nicht von dieser Skelettierung, weil die sehen auch die Wahrheit auch nicht so richtig oder die Wirklichkeit auch nicht so richtig. Die denken, dass dieses Muster ist der Muster, das der in Europa. Nein, gar nicht. Als konservativ Islam führen und komplett ganz normal in der Gesellschaft, ohne großartig. Ja, wir haben ein Muster gehabt in Andalusien. Hatten wir doch. Das war doch Europa. Spanien war doch Europa, oder nicht? Das ist doch Europa. Wir haben doch, Ibn Hazm, wir haben 500 Jahre von Fiqh, von Madrasa al-Zahiriyya in Europa gehabt. 500 Jahre. Diese Fiqh ist da. Und ein Mann von Sunna. Definitiv. Ibn Hazm. Abgesehen von die paar Leute, die jetzt hier, was mir erzählt wurde neulich hier, dass manche ihm von nicht von Al-Sunna machen. Und wir haben ja schon über dieses Thema gesprochen. Ja? Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Islam, dieselbe Islam. Integriert, komplett, voll, komplett. Das blieb Jahrhunderte in Spanien. Es gab Scharia, wie heißt das? Gerichtshöfe und Scharia, Gerichtshöfe in Spanien. Was? Ja, echt? Ja, echt? Wie geht das denn? Geht. Wenn du deinen Kopf richtig benutzt und richtig einsetzt und richtig dosierst und richtig zurück zu unserer Ding. Ja. Da, wo wie die Brüder das machen, eigentlich. Ich finde das nicht so empfehlungswert, zumal das stoßt direkt gegen die Einweisung des Propheten, dass wir Märkte vermeiden sollen. Aber die meinen, dass es effizient so ist. Ich wusste nicht, seit wann gegen das Sunna effizient ist, aber die sind der Meinung, dass es so ist. Warum? Weil Leute arbeiten nach Eigenverstand, nicht nach Sunna. Nach Eigenverstand, nicht nach Sunna. Diesen Stand können wir woanders hinstellen. Und die Leute kommen und gehen trotzdem. Muss nicht in Brückmannstraße stehen. Stadtmitte. Muss nicht sein. Ich kann auch irgendeine Ecke finden, wo Leute hin und kommen und dass ich sichtbar bin.
Ohne das Mukhalifa von Sunna. Leute, wisst, kein Segen wird dir gegeben, solange du die Sunna nicht konform bist. Es wird nicht von Allah Ta'ala. Mit dir selbst, mit deiner Beziehung zu deiner Frau, mit deiner Erziehung deiner Kinder, mit deiner Arbeit, mit deinen Kollegen, mit deinen Nachbarn. Wenn du die Sunna nicht führst, es wird nicht gesegnet und es scheitert. Es scheitert. Definitiv. Und ich nicht anhaltend. Du kannst deine Kinder schikanieren. Kannst du. Solange sie klein sind. Aber wenn die groß sind, was machst du denn? Die Sunna ist nicht drin. Du kannst dein Nachbar, was weiß ich. So ist so. Alles gut. Aber die nächste Razzia oder so, er wird der erst sagen, hier, da drinnen. Der bin ich zuerst verkauft. Oder, und wieso? Das ist keine Sünde in deinem Fernsehen, machst keine Sünde. Deine Frau, wie du sie jetzt siehst, wenn du die Sünde nicht folgst. Wir haben Sheikh Abu Ishaq, einen von den Shuyukh, gefragt, wie schaffst du das mit 4 Frauen zusammenzuleben? Wie geht das denn in ein Haus? Sagte er, indem ich die Sunna komplett durchziehe. Ja, wenn ich die Sunna nicht durchziehe, ich schaffe das nicht. Und ich sage dir nicht 4, eine schaffst du nicht, wenn du die Sunna nicht durchziehst. Schaffst du nicht, du denkst, weil die Angst vor dir hat oder dass du das schaffst. Das ist der Mann und so. Was? So. Ja, die kuscht natürlich gut. Sie ist schwächer, hat Angst vor dir. Aber die wird dir das zahlen. Und die Frauen vergessen nicht. Wir vergessen, aber die Frauen vergessen nicht. Das hat auch Salim Hadith gesagt. Der ein Mann zu euch wird jahrelang top und kommt ein Streit, kleiner Streit. Dann sagt ihr zu ihm, wir haben nicht einen guten Tag mit dir gesehen. Es ist nicht so, aber weil sie so viel sich merken kann. Sie nehmen es auf, die vergessen das nicht. Und du denkst, oh, sie hat das ja schon vergessen. Nee, die hat das nicht vergessen. Und wenn er schreit, ist, dann erstaunst du dich, dass sie dir Sachen sagt. Weißt du, vor 10 Jahren? Ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe. Die holt dir aus dem Schublade. Vor 10 Jahren hast du das und das gesagt. Auch noch. Die sind so drauf. Allah hat die so erschaffen. Deswegen setze dir die Sunna ein in dein Haus. Setz es ein. Das hat Segen, das hat Wirkung. Es hat echt Wirkung, Leute. Es ist, ist meine eigene Erfahrung auch. Also es ist ja nicht so, dass ich euch dann nur Theorien übermittle. Das ist meine eigene. Und ihr wisst ja, wie meine Situation ist. Setz die Sunna ein. Wenn du die Sunna einsetzt, du hast komplette Sicherheit. Komplett. Die Sunna gewährt das. Ob das mit Frau, ob das mit Kindern, ob das mit Nachbarn, ob das mit Eltern, ob das mit Arbeitskollegen, ob das egal, Meister, Chef, egal was du, egal wo du bist. Die Sunna schützt und segnet und versiegelt und macht alles für dich. Lerne nur. Lerne du, wie die Sunna in dieser Sache ist und die Sunna die Sache in dieser Sache. Aber eigentlich wäre besser, wenn die Leute dann nicht eigene Ijtihad machen, sondern gucken, wo die Sunna ist und was Rasulullah gesagt hat, wo wir stehen sollen, wo wir uns aufhalten sollen. Das, weil es hat alles, was wir jetzt gesagt haben, alladhina yu'minuna bil ghaibi. Wenn Rasulullah uns was erzählt, er erzählt uns, weil er sieht das, was wir nicht sehen. Und wenn du die Sunna klar, ein Beispiel, wenn du im Bett gehst zum Schlafen, es gibt doch eine Sunna dafür. Wer weiß die Sunna vom Schlafen? Was macht man? Sida Aisha hat gesagt, was? Ja. 34 Mal Allahu Akbar, 33 Mal Hamdallah. Das beispielsweise eine Sache. Ja. Die Gebetsanschauung vielleicht vorher annehmen. Wudu annehmen. Pflicht oder Mandub? Also sollte, kann man. Kann das man. Keiner. Ist nicht Pflicht. Al-Kursi. Al-Kursi. Al-Kafirun. Kafirun. Al-Rasul. Al-Rasul. Ja.
Kulissur. Genau, das, was ich suche. Was hat er gesagt? Diese. Und Kulissur hat er verraten. Das ist unser Ganze. Kann mir jemanden sagen, was siehst du oder wie empfindest du das danach? Was passiert, wenn du das gemacht hast? Nichts. Es ist nicht so, wie dass du auf einmal so ein Schild um dich rum hast und so ein Energieschild, die dich. Das ist so gar nicht. Das ist so Games hier, aber nicht. Im echt Life ist nicht so. Du siehst nichts. Aber es funktioniert. Wieso? Weil du glaubst an Rey. Rasul Salam hat das gemacht für eine Sache. Denn er weiß, der er gesehen hat, den du nicht weißt und nicht gesehen hast. Aber hat dir gesagt, wenn einer von euch in sein Bett geht, dann soll er sein. Bett dreimal mit Bismillah, ja, und dann diese Sachen dreimal machen. Wie viele von uns halten diese Sachen ein? So, meldet euch. Wer macht das, wenn man schläft? 1, 2, 3, 4, 5. Wer weiß das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die ganze Oma weiß das. Man macht das nicht. Wieso? Es geht um Imam al-Ghaib. Es geht um das an den verborgenen Glauben. Ich habe dazu noch eine Frage kurz. Zu was? Zu dem mit dem Falach und das. Und das, ja? Dreimal ist das darauf bezogen, dass man die Suren auch dreimal liest? Genau. Oder nur dreimal das? Nein. Insgesamt dreimal die Suren, also einmal. Und die Sunna ist erst und dann die Suren. Nicht erst die Sunna und dann, wie viele Leute machen, erst, man sagt, was gleich ein Ruwayah Muslim, dann hat er gepustet in seinen Händen und dann las er dann die Qulul Fakhrnas und so weiter. Manchmal, ich kenne das Wort nicht und es kommt einfach so, also das Treffer. In Scharia hätte ich Strafe dafür bekommen. Aber die Sprache ist noch alles im Grün. Also, wieso Iman Bilraib? Wenn Rasul Salam sagt, uns nicht auf dem Markt oder nicht im Markt sich aufhalten, es ist Fakt. Nun siehst du das nicht. Du siehst das nicht. Lieber, wenn du im Zentrum der Übel sitzt und sagst, ich. Wenn du in den Schlachthof bist, wie viel Parfüm musst du denn sprühen, damit das Geruch weggeht? Schlachthof, eine Dose. Es geht nicht weg. Das geht nicht weg. Du kannst tonnenweise vom Parfüm. Oder du brauchst tonnenweise. Aber wie willst du so eine kleine Runde? So ein Stand mit 2, 3 Leute im Sumpf. Wie willst du, dass das gesegnet wird? Wie willst du, ja, aber Sheikh, da sind so viele Leute. Und? Was heißt so viele Leute? Rasulullah Sallam sagt, die macht das nicht. Und du sagst sie, und du sagst mir, es gibt so viele Leute, die da. Lieber, ein von euch ist falsch. Ein von euch ist falsch, entweder Rasulullah Sallam oder du. Und ich würde immer bevorzugen, dass du falsch bist. Nicht Rasulullah Sallam. Es geht um Iman Bilraib. Jan, Talib al-Ilm, Da'wah-Stände, was auch immer, die haben sich fernzuhalten von Märkte, Bazare, Plätze, wo Konzerte, und was weiß ich, all diese Sachen, ja, nicht Beispiel, die Ulema, die jetzt sagen, beispielsweise, singen ist halal, sogenannte Ulema, und die haben in Saudi-Arabien jetzt erlaubt, Konzerte, heißt das, dass dein Alim mit seinen Dings und seinem Bart da stehen soll, das Halle? Wie sieht es denn aus? Stell dir mal vor,
Sheikh bin Usaymin oder Sheikh bin Baz oder was weiß ich. Ja. Das ist halal. Wie geht das denn? Das passt gar nicht. Das Bild ist. Der morgen hat ein Ders. Kommt und setzt sich hin und so. Und die Hälfte waren mit ihm natürlich in der Party gestern im Konzert. Und die lacht. Die geht, das geht nicht auf. Nee, das passt gar nicht im Bild. Nee. Was ist Majalis? Von Haram sowieso bist du weg. Majalis von Shuba bist du weg. Majalis von Unfug bist du weg. Du bist einfach weg. Da heute zu 90% die Majalis oder die Runden sind so. Ja, dann bleib ich zu Hause. Fertig. Dann bleib ich zu Hause. Da habe ich keinen Drang, dann rauszugehen. Wenn ich rausgehe, dann muss das auch dann irgendwie was dafür haben, was bewirken, was machen. Wenn es nicht, dann bleibe ich eben zu Hause, dann gehe ich auch nicht raus. Was soll ich dann rausgehen und diese Mächte, es wird geschrieben und wird die Maqiyam muss das Recht haben, dafür aufgeben. Wieso, warum soll ich das machen? Warum muss ich das machen? Ja? Selbst in Majalis, wo keine Schaden entstehen, bleibe ich fern. Und in Majalis, wo Haram und so weiter und so fort, ist natürlich erst recht.